Freunde aus Berlin, Sul Sul und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims 4 hier auf meinem Kanal. Ja. Alle Welt sitzt in der Küche, warum auch nicht? Der hütet das Baby und wir hatten eben gesehen, dass der Kleine, der da, der Rolf, Alter, dann ist der endlich weg da, dieser Typ. Dass der Rolf jetzt bald älter wird. Ist die Frage, ob man jetzt schon hier eine Torte backt oder nicht? Ich finde diese Gemeinsamkeit hier geil. Das passt schon. Pass mal auf, wenn du da, du bist doch auch irgendwie reparieren. Zinsen verdient, wofür? 10.313 mit Investitionen verdient. Wow. Warum kümmerst du dich jetzt nicht um das... Alter! Junge, 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 Junge. Du bist als Kindersitter hier eingestellt und nicht als Geschirrzerstörer, du Pfeife, du. Wenn ich diesen Sound immer höre, dann wird mir schon immer ganz anders. Lockere Unterhaltung. Okay, ihr geht's schlecht. Level 4 der Motorikfähigkeit. Sammy kann jetzt Tastenkommandant am Computer spielen. Ja, denn auch. Was macht der überhaupt um diese Uhrzeit noch am Computer? Und wann wird Rolf älter? Okay. Hausaufgaben fertig. Die hat sie ja freiwillig gemacht. Naja, dann. Schlafen alle? Rolf. Rolf, wann wirst du älter, Rolf? Ich kann das nicht kontrollieren. Lassen das mal laufen und gucken uns das mal an. Mensch, dann hat Rolf ja mit mir an einem Tag Geburtstag. Das ist ja Hammer. Alex sitzt in der Wanne. Alexa. Alexa sitzt in der Wanne. Was war? Sich selbst eingepieselt. Ja, dann geh doch duschen oder mach sonst was. Hoffentlich hört dieses Gebrülle bald auf. Dieses Kind ist furchtbar, ganz ehrlich. Meine Fresse, ne. Sie lässt ihn aber auch einfach liegen. Weil nichts gegen Kinder, aber ganz ehrlich, wenn du Kinder hast, die nur am Brüllen sind, die gehen dir schon tierisch auf den Sack irgendwann. Ganz ehrlich, da... Also ich beneide keine Eltern, die so ein typisches Schreikind haben. Wann wird denn der älter? Die Musiklehrerin von Sammy suchte einen Darsteller für das Musical. Sie sieht zu ihm herüber, bemerkt dabei nicht, wie aufgeregt das Kind neben ihm ist und wie gerne es auf die Bühne gehen würde. Soll Sammy die Chance ergreifen oder das andere Kind schicken? Naja, das sind wir egoistisch. Wir nehmen die Chance wahr.
Als Sammy nach vorne geht, geht die Lehrerin ihm ein. Was? Gibt ihr einen Zimbel. Bing Dong. Er machte so einen Krach, dass er nicht einmal bemerkt, wie die Lehrerin schreit. Er soll endlich damit aufhören. Dann reißt ihm der die. Hä? Verstehe ich nicht. Das verstehe ich wirklich nicht. Keine Ahnung. Ich kann nicht mal kontrollieren. Jetzt kam ja schon die Meldung, der wird jetzt älter. Aber wann? Aktueller Medienstatus? Hm. Wir wollen das gerne hinbekommen in dieser Folge, dass er tatsächlich älter wird. So, was haben wir hier? Besonderer Sim, weil jemand... Ah ja. Der Geist von Marie schwindet. Welche Marie? Kenne ich nicht. Keine Ahnung, wer das sein soll. Unsere Marie ist noch da. Da. Ja, was ist jetzt mit dir, Rolf? Lass dieses Kind wachsen, du, ganz ehrlich. Ich meine, ich weiß nicht, wie lange ich jetzt... Ich spiele jetzt seit 7 Minuten. Das Kind ist nur am Brüllen. Meine Güte, nee. Also da hatten wir schon andere Kinder hier. Aber das, der ist grauenhaft, der, dieser Rolf, du. Jetzt schon ständig die Fresse breit. Was wird aus dem, wenn er erwachsen ist? Alter Verwalter. Vor allem dachte ich mal, der wird freiwillig älter, aber anscheinend auch nicht. Der rennt schon wieder in seinen Gummistiefeln draußen rum. Ganz ehrlich, der Sammy war nicht so. Das Kind ist furchtbar. Also ich sag mal, mit meinen beiden Jungs damals hatte ich echt Glück. Das waren keine Schreikinder. Markus war ein bisschen verwöhnt, ja, der hat dann immer bei Oma gepennt. Aber da war Mama und Oma auch selber schuld, ne? Und das Kind ständig zu sich ins Bett holt und da schlafen lässt, darf man sich nicht wundern. Aber der hier, meine Güte. Ja, aber wann wird er älter? Wann? Wir hatten ja in der letzten Folge schon... die Meldung dazu, dass er älter wird. Müsste ja eigentlich von allein passieren. Der sieht schon wieder Monster, aber okay. $280 mir nach Hause gebracht, okay. Also geldtechnisch sieht es auf unserem Konto ganz gut aus, würde ich mal behaupten. Was sucht er denn? Warum steht er bei Mama im Schlafzimmer?
Oh. Wenn er nicht bald freiwillig wächst, dann lasse ich ihn wachsen. Ganz ehrlich. Und gleich 3 Stufen oder so. Aber er will nicht älter werden. Levelaufstieg. Ja, Lena, es fällt Level 7 der Kochfähigkeit. Okay. Schlimmer, weil gekocht hat, okay. Soziale Medienstatus, komisch. Rolf will nicht älter werden. Rolf brüllt lieber. Ja, Lena könnte sich auch mal freiwillig um den kümmern, oder? Schon wieder am Essen. Schon wieder schwanger. Von wem diesmal? Was ist hier bloß los in diesem Haus? Das ist klar. Aber das könntest du auch freiwillig tun, Lena, ne? Auch wenn man Kindersitter-Service engagiert hat. Ich will wissen, ob der von alleine älter wird und vor allen Dingen wann. Füttern, Flasche, Windeln wechseln. Irgendwie haben wir jetzt die ganze Folge nur auf diesem Dingensgang. Was ist hier denn los? Reparieren. Kannst du das Ding verbessern? Ein Wärmesensor, das ist cool. Teile plündern. Zack. Verbessern. Sind den Wärmesensor da jetzt schon drin oder was? Verstehe es nicht. Aber, liebe Leute, wir sind am Ende der Folge angekommen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Vielleicht kriegen wir den Rolf das nächste Mal eine Stufe älter.
Muss ja irgendwann mal kommen und irgendwer könnte sich auch mal um den kümmern. Der brüllt nämlich schon wieder. Ich bedanke mich und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, ciao, ciao, macht's gut. Tschüss.